Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. Heute hier in unserer Trophäen-Lodge, in der wir nach wie vor versuchen, alle Tiere, die es im Spiel bisher gibt, einmal in Diamantform zu schießen. Da hatten wir bisher ein bisschen Pech die letzten ein, zwei Wochen. Aber mal gucken, wohin es uns heute verschlägt. Deshalb fragen wir natürlich wieder unser Glücksrad hier, welche Map wir heute spielen dürfen. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Hallo, warum spinnt der nicht? Ah, jetzt, danke. Hat ein bisschen gedauert. Es geht nach, um Gottes Willen, Alter. Waren wir da die letzte Mal erst irgendwann? Hier werde ich auch direkt von Dickon Schaf begrüßt. Das ist ja schon mal sehr nett. Direkt an den Lodge und wir sehen hier Dickhornschafe am Start. Aber natürlich müssen wir uns erstmal ausrüsten. Denn wir nehmen natürlich hier die passenden Waffen mit. Manchmal sieht schon ganz gut aus. Aber Ranger 241 würde ich auch noch gerne mitnehmen. Und im besten Fall, mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht, oder? Eine Viran vielleicht noch. Nehme ich mal sicherheitshalber mit. Denn den Truthahn bräuchten wir ja zur Not auch noch. Junge, kriegt das Alphabet auch? Da. Viran haben wir da. Aber wir holen uns erstmal da die Dickhornschafe. Ich werde mich wahrscheinlich heute ein bisschen im Flachland aufhalten. Da haben wir zwar den Bison schon, die Maultierhirsche haben wir schon. Aber den Gabelbock zum Beispiel haben wir auch noch nicht. Den Schwarzbär haben wir auch schon. Ja, aber wir waren letztes Mal hier irgendwann jagen in den Bergen. Da haben wir jetzt auch nicht so viel krasse Tiere gehabt. Insofern, ja, gucken wir mal. Ich werde hier einfach hier starten und dann von hier aus quasi ab nach unten gehen. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal ein Vierer-Dekon-Schaf. Das ist ja schon mal halbwegs gut, würde ich sagen. Wenn auch natürlich nicht in Dia-Range. Ich glaube, ich erst irgendwo im 160er-Bereich Dia. Aber für mich jetzt hier auch der erste Abschuss, I guess. Jawohl, haben wir gut getroffen. Der liegt direkt. Ich nehme den nochmal direkt mit, weil der einfach stehen bleibt. Und dann war der direkt mal die ersten beiden Tiere. Oh, das ist auch noch eine ganze Menge mehr gewesen, Alter. Das ist auch ein Vierer, 159er. Boah, den treffe ich aber so nicht, ne? Das lassen wir lieber sein. Aber ja, hier auf jeden Fall anscheinend ein guter See für Dickhornschafe. Und die ersten beiden davon hat es natürlich schon gelegt. Liegen hier im Schilf zur Abholung parat. Also mal eben gucken hier. Auf jeden Fall Schuss war gut. Goldwertung 148, wir sehen es 164. Dia, insofern hat hier keiner eine Option gehabt. Junge, warum ist denn hier so ein Flatter hier drin? Das ist auf den anderen Maps doch nicht, oder? Hier, diese Pollen hier drin, Alter. Bisschen hoch gewesen, der Schuss. Schon 250, aber auf 300 genullt, aber trotzdem noch Doppellunge und somit verwertungsgerecht. Und der hier lag zumindest auch im Knall. Auch der Schuss, oh, ist sogar verwertungsgerecht, weil wir noch gerade so den unteren Halswirbel getroffen haben. Sonst wäre es auch da schon wieder eng geworden. Auch ebenfalls Goldwertung. Aber natürlich nicht die Größe, die wir brauchen. So, jetzt sind wir hier. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu dem See. Wir können ja erstmal zu dem See hier gucken gehen. Wenn da gestartet, müsste weit genug weg sein, wenn wir da geschossen haben, dass die hier nicht abspringen. Da wird vielleicht auch was sein. Und dann werden wir uns hier so den Weg runterschlagen ins Flachland. Vielleicht bis zu diesen Doppelseen hier oder so. Und dann mal gucken, wo es für uns hingeht. Ja, wir hören schon, Dickhornschaf ist auch an dem See vorhanden. Sogar ein männlicher mit dem Brunftstreich. Ich glaube, ich habe sogar tatsächlich noch nie einen Dickhornschaf Dia geschossen, oder? Ich glaube, da fehlt uns eh noch komplett. Genau wie, glaube ich, die Bergziege auch. Oder haben wir die mal geschossen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, Dickhornschaf könnte mir sogar noch komplett fehlen, um ehrlich zu sein. Das sind keine guten Voraussetzungen, würde ich sagen. Oh, da unten steht ein Dreier-Dickhornschaf. Leider ein bisschen diesig jetzt hier geworden, was mir die Sicht ein bisschen vernebelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube auch viel mehr als die eine Gruppe scheint da nicht zu stehen. Auch da steht ein Vierer bei auf jeden Fall, 137er. Aber, ja, halt echt nicht gut, ne? Also eigentlich ist es fast egal, was wir da schießen, um ehrlich zu sein. Ich würde gerne das Vierer schießen, nur werde ich es, glaube ich, nicht. Nanu. Ach, guck mal da an. Hier unten im Schilf ist noch eins versteckt. Aber ich sehe auch nur das. Da müssen wir noch mehr sein, denn ich höre jetzt hier die Flucht. Ein Einser, ein Dreier.
Ah, zumindest getroffen. Wenn auch nicht gut. Dann kriegen wir das nochmal. Nochmal erlegt. Mal eben gucken, ob wir da noch einen drauf bekommen. Ja, nee, mach doch mal einen Bogen. Boah, wir werden sehr weit fliegen, glaube ich, ne? Kriege ich keinen Schuss drauf. Wir holen uns erstmal das hier unten auf jeden Fall. Da hinten sind sogar stehen geblieben. Die sind nicht mal abgehauen. Das Vierer hat sich passenderweise gedreht, sodass wir da vielleicht auch noch. Jawohl. Auch da können wir einen Schuss platzieren. Und das dann noch mitnehmen. Wir haben dafür erstmal ein paar Dekon-Schafe gelegt. Das wird da eh am Ende des Tages, wird das halt der Way to Go werden, dass wir einfach die ganze Zeit die männlichen Tiere schießen in den Diamant-Lodge folgen, in der Hoffnung, dass dann halt irgendwann dann ein Dia nachspawnt, denn so selten spawnen die das jetzt auch nicht nach. Dass die da gar nicht, oder dass die Wahrscheinlichkeit gleich null ist. Insofern, ja, am Ende des Tages, wenn wir eh noch die Einzeldinger über haben, dann müssen wir gucken, dass wir da eh am Grind irgendwie bleiben. Und dann kann man natürlich über so Dinger nachdenken wie Herdenmanagement und so weiter und so fort. Denn auf der anderen Seite sehen wir auch die Truthähne, die wir gerade gehört haben. Es sind Zweier bei, aber boah, 200 Meter, Junge, den werde ich ja niemals treffen, oder? Oh, die unten backen sogar rum hier. Ich habe ja die gerade eingepackt, so ist nicht, aber 200 Meter Schuss. Ich meine, wir können 150 nullen. Boah, wir hätten eigentlich die andere einpacken sollen, ne, die Dings. Ja, hat einen Hit auf jeden Fall. Junge, fliegt echt so gerade der Schuss? Okay, hat zwei Hits. Ja, mit der Kalmin wären wir vielleicht ein bisschen besser bedient gewesen in dem Fall. Ist hier noch ein männlicher bei, den ich schießen kann? Nee, ne? Nur die weiblichen. Dann holen wir uns hier eben den Vierer, den wir hier erlegt haben. Müssen dann, glaube ich, eh da hinten rum. Dann gucken, ob wir das andere Dickhorn-Schaf noch finden. Was wir da ja noch irgendwo liegen haben müssen. Ist ja in die Richtung geflohen. Leider, glaube ich, relativ weit geflohen. Auch wir gucken uns deshalb erstmal den hier an. Auch ein bisschen hoch, Wirbelsäule getroffen, Brustrückenmark, dementsprechend sofort tot, 133er. Da kommt schon ein Gubbel, aber vor allem sehen wir da hinten Vapitis. Ich habe das Dickhorn-Schaf nicht gefunden gerade. Weiß nicht, wo es hin ist, um ehrlich zu sein. Hätten wir es im Hund ansetzen können, aber am Ende des Tages müssen wir es auch nur töten, damit was Neues spawnt. Und wir können uns jetzt erstmal da dem Vapiti widmen, denn hier unten liegt auch unser Truthahn. Deshalb gucken wir mal, dass wir da vielleicht mit der Malma einen Schuss draufkommen. 250 Meter auf Distanz. Im Liegen. Oh, ich hoffe, dass der Lunge war. Ja, droppt auf jeden Fall. Insofern, da glaube ich auch ein ganz guter Schuss drauf gewesen. Die Truthähne werden wahrscheinlich die sein. Und nicht sogar ein männlicher. Auch ein Warnruf. Aber hier haben wir erstmal den anderen, den wir erlegt haben. Der liegt nämlich vor uns. Und dann können wir vielleicht vom Hang da oben nochmal runter gucken, ob wir die anderen auffinden. Die dahinter sind. Ich kann ja hier, warte mal, ich mach mal hier eben Pfeifeld. Pass auf, ich platziere hier meinen Caller, lock hier den Truthahn an. So nämlich. Und dann gehe ich da oben mein Vapiti einsammeln. Derzeit callt er die ganze Zeit, lockt den Truthahn hier hin. Ich komme gleich hier runter vom Berg. Der Truthahn macht hier gobbel, 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 wartet hier auf mich. Bams! Und dann hau ich ihn weg. Junge, wenn das kein Masterplan ist, dann weiß ich aber auch nicht, Alter. So, 4,35 hier. Erster Schuss ins Bein und zweiter auch ins Bein. Perfekt. Haben wir natürlich hervorragend getroffen. Auch mal die Beine wegschießen, weil dann können sie nicht mehr weglaufen. Und die Vapitis, die legen sich da oben schon wieder ab tatsächlich. Also die haben wir da schon wieder am Start, liegen direkt neben dem Toten. Die haben sich einfach gedacht, komm, wenn der sich hinlegt, da lege ich mich auch hin. Also haben die sich daneben gechillt. Liegen leider vom Winkel her ein bisschen problematisch. Und ja, da oben sind wir auch den Truthahn tatsächlich. 300 Meter, Alter, den treffe ich ja niemals, ne? 300 Meter. Boah, was ist denn da die Nullung wohl? Ich war jetzt ruhig und im Herz ziehen. Die Frage ist, warum man nicht zu meinem Masterplan da unten hinläuft. Ich meine, er läuft, aber die Frage ist, wohin? Where is he going? Also da durch die Bäume schießt ihn sowieso nicht. Na, gucken wir mal. Vielleicht kommt er runter, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, dann eben nicht.
Ne, Papitis kommen mir wieder entgegen. Aber die Könfi muss auch ins Tal wieder laufen, denn wir wollen zu dem hier, den wir hier erlegt haben, war, glaube ich, der vermeintlich größte von denen. Der mit dem höchsten Scoring auf jeden Fall. Wenn auch die anderen relativ nah dran waren. Hier sehen wir den Schuss, der hat auf jeden Fall gepasst. In die einfache Lunge 242 Meter. So, und jetzt müssen wir auf jeden Fall da auch wieder runter, denn unser Caller steht ja da für den Truthahn. Die Frage ist halt, ob der wirklich auch callt. Man hört ihn halt logischerweise nicht. Aber ob der auch Tiere anlocken kann, die halt nicht gerendert sind. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn die ja weiter auf dem Hang, da sehe ich jetzt keine Tiere, die sind weiter als 400 Meter weg, werden dementsprechend nicht gerendert. Aber reagieren die trotzdem auf den Caller oder funktioniert der Caller überhaupt, wenn man sich selber davon entfernt? Schwierig. Weiß ich nicht. Vielleicht funktioniert das auch gar nicht. Vielleicht war mein Plan nicht so gut, wie ich selber mir den im Kopf ausgemalt habe. Da hinten laufen auf jeden Fall Truthähne, aber auch die nervös umherziehend. Aber ich glaube, das ist die Gruppe, die wir schon bejagt hatten, ne? Wo der Männliche dabei war. Und ja, auf jeden Fall nicht in Richtung Caller, sondern links weg. Also glaube ich, dass das schon mal nicht funktioniert hat. Und den Männlichen da im Hang, den sehe ich zumindest nicht hier unten irgendwo. Also keine Ahnung, wo der hin ist. Der ist ja auch irgendwo nach da rechts rübergezogen. Wo ich ihn jetzt hier nicht mehr erkennen kann. Wo ist mein Caller vor allen Dingen? Den höre ich auch noch nicht und sehe ihn auch nicht. Der muss ja irgendwo da sein, oder nicht? Ich habe den irgendwo auf die Wiese gestellt. Ja, ich höre ihn auf jeden Fall. Also an ist das Ding. Hat halt wahrscheinlich nur nichts angelockt. Was ist halt da oben? Oh, da ist mein Dickhornschaf. Guck mal da. Weißt du doch. Da haben wir es doch gefunden. Dann können wir das natürlich auch noch holen. Bevor wir dann unseren Weg fortsetzen. Wenn wir Glück haben, treffen wir ja dann da auch in der Richtung den männlichen Truter noch. Was ist das für ein Vogelgezwitscher? Das ist doch nicht von dem Caller hier, oder? Junge, was ist das denn für ein Ambient-Sound gewesen? Den habe ich noch nie gehört. Ja, okay. Mal eben den Caller einpacken. Den nehmen wir wieder mit. Und dann einmal Richtung Dickhornschaf. Manchmal findet man die Tiere mit ein bisschen Abstand eben besser, weil da nicht jeder Busch gerendert ist. So, und da hinten, da hören wir doch schon wieder ein Gobbel-Gobbel. Also gehe ich einfach mal weiter in die Richtung. Denn, ja, war jetzt nicht mein eigentlicher Plan. Eigentlich wollte ich ja hier gehen, aber da werden wir eh nicht ankommen, sind wir ehrlich. Dafür gibt es hier zu viele Tiere oben. Also gucken wir, was der Truthahn da vorne sagt. Nicht nur ein Truthahn hier, auch Dickhornschafe hier wieder in den Büschen drin. Männlicher sogar. Allerdings hier sehr, sehr dicht bewachsen alles, sodass wir den nicht wirklich sehen können. Wir haben da zwar eine Lücke, aber da scheint er nicht drin zu sein. Irgendwo hinter einem Baum vermutlich. Kann ich logischerweise auch nicht callen. Also wird er auch nicht zu mir kommen, obwohl der Wind eigentlich ganz gut stünde. Da haben wir ihn, einen Dreier. Dickhornschaf. Boah, ein bisschen hoch genullt gewesen, aber passt noch. Der Truthahn logischerweise jetzt auf der Flucht, denn von dem waren wir auch nicht mehr allzu weit entfernt. Aber Dickhornschaf nehme ich natürlich mit. Wird wahrscheinlich der Truthahn gesehen, den wir schon gesehen haben. War eh nur ein Zweier. Hier haben wir auch die Fährte, glaube ich, von ihm. Ja, 7 bis 9 Kilo ist, glaube ich, nicht mal Maxweight, oder? Ist nicht 9 bis 11 oder so. Insofern. Jetzt auch kein Dia, den wir da verschreckt haben. Dafür aber hier ein Dickhornschaf erlegt. Die Bergregion hier ist auch immer ganz nice eigentlich, ne? Weil man hier wirklich super viele freie Flächen auch zwischendurch hat, die dann so an einem gegenüberliegenden Hang liegen, die man gut einsehen kann. Und das macht dann die Jagd ja eigentlich doch immer ganz gut, auch wenn man viel im Nadelwald ist. Da unten auf jeden Fall ein weibliches Dickhornschaf. Ich habe gerade auch eins in den Buschrennen sehen, ist aber auch ein weibliches. Da kommt noch eins daher. Da ist ein weibliches, da ist ein weibliches, da ist ein weibliches. Junge, kommt auch ein männliches da vorbei? Was ist mit dir? Auch ein weibliches. Na dann. Dann halt nicht, ey. Dann halt nicht. Ich warte jetzt noch ein bisschen, aber da scheint kein männliches Bein zu sein. Die ziehen natürlich jetzt genau in meine Richtung hier. Aber ich glaube, da können wir lange warten, dass da ein männliches kommt, denn nee, ich glaube, das war's. Die ganze Gruppe besteht nur aus weiblichen Tieren. Dann lassen wir sie einfach ziehen und ich ziehe meines Weges und ihr zieht bitte eures Weges. Was ist da hinten im Wald, Alter? Sieht aus wie ein Zelt. Aber das ist nicht mein Zelt. Also ich hab da keins.
Ist das für die Mission irgendwas oder was? Was ist das? Warum steht da so ein Zelt im Wald? Ich kann mich an die Mission nicht mehr erinnern, Silverwitch Peaks, Alter. Weiß nicht, ob ich die jemals gespielt habe. Auf jeden Fall hier einen jagenden Puma in der Nähe, der allerdings weiblich ist, bringt mir also auch herzlich wenig. Aber da unten, da müsste ein See sein. Ich hoffe, dass wir da vielleicht ein bisschen Sicht drauf haben. Ich weiß allerdings nicht, was gerade trinkt, weil wir gerade Nachmittags haben. Und die Dekon-Schafe haben wir gesehen. Die sind schon umherziehen. Die werden aber auch da unten in der tieferen Lage wahrscheinlich gar nicht mehr am See sein. Also selbst wenn sie Trinkzeit hätten, deshalb hoffe ich, dass da überhaupt irgendwas rumrennt, was wir noch bräuchten. Ich habe gerade auch schon hier einen Schwarzbär gehört, den haben wir eh schon. Der juckt uns herzlich wenig, aber vielleicht da unten am Wasser noch irgendwas aufspürbar. Ah ja, Maultierhirsche anscheinend gerade Trinkzeit. Ja gut, bringt uns jetzt auch nicht so viel, denn auch die haben wir logischerweise schon. Die brauchen wir nicht mehr in unseren Lodge-Repertoire. Da haben wir schon einen an der Wand hängen. Stehen sogar ein paar männliche bei. Ein Vierer da hinten. Allerdings auch kein ganz guter. Ah, da haben wir Gabelböcke, die aber auch schon auf der Flucht sind. Haben mich nämlich hier bemerkt. Aber vielleicht kriegen wir da noch einen Schuss drauf. Keine ganz guten, glaube ich, oder? Dreier. Die wir da sehen. Boah, den haben wir sogar. Okay, den haben wir auch noch erwischt. Aber von den ersten haben wir direkt gelegt. Also da haben wir auf jeden Fall einen guten Schuss gehittet anscheinend. Bin ich gespannt, wo der hinging. Bei den Galböcken. Ihr seht, ich bin mittlerweile hier im Flachland. Aber hier ist auch nicht so viel Action, muss man sagen. Hier haben wir nochmal ein Fraßgebiet gehabt jetzt von den Gabelböcken, wo wir welche gefunden hatten. Aber ich dachte echt, dass wir auf den großen Wiesen hier deutlich, deutlich mehr Aktionen haben. Muss jetzt echt eine ganze Strecke laufen, um überhaupt welche zu sehen. Also nicht so wie erhofft hier. Haben wir da hinten noch den angeschossen irgendwo? Da ist der verendet. Mal gucken, ob wir den irgendwo liegen sehen. Das sehe ich von hier aus nicht, aber ist auf jeden Fall tot, wenn ich mir die Karte angucke. Oh, da hinten haben wir noch Gabelböcke. Guck mal an. Einser, auch ein Dreier. Dreier, Vierer immerhin und ein Zweier. Okay, schießen wir auch noch den Vierer, würde ich sagen. 300 Meter steht der. Können wir. Hund. Können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen. Hier sehen wir es. Ab 98 dann Gold. Und hier, ja, guter Lungen- und Lebertreffer, den wir da noch gesetzt haben aus dem Winkel. Und wir können uns den Vierer da hinten nochmal schnappen. Ich weiß nicht, wo der andere jetzt hin ist. Wie weit der noch geflohen ist mit seiner Schusswunde. Hat es auf jeden Fall noch ein bisschen in diesen Wald hier geschafft. Ja, das sind wahrscheinlich die anderen aus der Gruppe. 50% hier. Hat echt nur eine ganze Ecke hier weitergebracht. Das haben wir, glaube ich, am Ende nicht mehr gesehen, weil er durch den Waldbereich hier gelaufen ist. Auch hier wieder schöne Wiesenfläche. Da springt auch ein Maultierhirsch ab. Aber oh, sogar 314. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Ab wann sind die Dia? 312 oder so? Aber gut, Mauli haben wir schon. Bringt uns nichts. Trotzdem kein schlechter. Wird, glaube ich, aber eh trollen, weil knapp nur drüber und ein Vierer vor allen Dingen. Alter, wie weit ist der denn gelaufen hier noch, Junge? Ich hatte gewusst, dass ich erst den anderen geholt. Jetzt muss ich gleich wieder den ganzen Weg zurücklaufen, um den anderen zu holen, den wir noch geschossen haben. Junge, 0-25%, der hat doch eine halbe Weltreise gemacht. Das ist ja ein richtig, richtiger Weitläufer, Langstreckenläufer. Gimli wäre stolz auf ihn, sag ich mir das. So, aber hier haben wir ihn dann. Und dann sehen wir uns auch den Schuss an, der nämlich nicht so gut war. Ja, einfach nur Streifschuss. Dementsprechend nicht so gut und wir müssen jetzt wieder einmal zurück zu dem anderen. Der hat es wenigstens keinen einzigen Meter weit geschafft, nachdem wir den getroffen haben. Deshalb haben wir den ja auch easy gefunden hier und können den dann noch mitnehmen. So, hier sehen wir es. Wir haben eine Goldwertung 81er, auch noch ein schöner auf jeden Fall, aber eben nicht groß genug für die Lodge. Ja, trotzdem auf jeden Fall. Ein paar Tiere geschossen, ein paar männliche, lief auf jeden Fall deutlich flüssiger als letzte Woche Mad Red Tiger, muss man sagen. Da hatte ich ja echt auch Trouble, überhaupt männliche zu finden. Das war hier ganz gut. Wir haben viele Dekon-Schafe gefunden, wir haben Truthahn geschossen, wir haben Galböcke geschossen. Insofern auf jeden Fall ausgedünnt, in der Hoffnung, dass dafür welche nachkommen, falls wir nochmal
auf Sturridge müssen. Das ist gewesen von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.